Hey, meine Lieben, da wir ja im Moment alle daheim bleiben müssen, habe ich gedacht, ich mache mal ein paar Zeichnungsvideos und fange mal mit dem für Kind an. Ja, damit der Alltag für Kind vielleicht ein bisschen kurzweiliger wird. Und ich nehme eigentlich ganz einfache Motive. Das sind eigentlich alles Tierli. Und es ist so ein bisschen aufbauend gemacht. Das heisst, das erste Motiv ist jetzt das Marienkäferli, ist relativ ein einfaches Motiv, und beim letzten Motiv hat man dann einen Frosch, und der ist dann schon ein bisschen schwieriger. Aber ich werde die Anleitungen eigentlich Schritt für Schritt machen, und es wird aber nicht, ich werde es nicht ganz allein machen, sondern ich habe eine kleine Hilfe, und zwar meine 6-jährige Tochter wird die Zeichnung machen, und ich kann eigentlich dann Schritt für Schritt mitmachen. Und so, ja, seht ihr auch, es ist wirklich Kinder einfach zum Mitmachen. Und ja, ich würde sagen, dann starten wir einfach mal. So, jetzt legen wir los. Machen wir einen grossen Bauch, einen grossen Kreis. Genau. Und jetzt gibt es noch eine Mitte. Die Mitte vom Kreis, den wir noch einen Strich oben runter machen. Nämlich die Flügel. Dann hat es oben dran zwei Halbkreise. Und den Kopf. Und jetzt machen wir noch zwei Striche oben. Mit Fühlen. Und dann hat der Marienkäfer natürlich noch Beinchen. Machen wir auf jeder Seite drei Beinchen. Einmal rauf und dann so abknicken. Super, und jetzt noch auf der anderen Seite. Super, und jetzt hat Marienkäfer hat natürlich noch Pünktchen. Jetzt machen wir so viele Pünktchen, wie wir wollen. Super. Und fertig ist der Marienkäfer. Yeah. So. Und fertig ist das tolle Marienkäfer. Und jetzt dürft ihr das natürlich noch ausmalen, gestalten, wie ihr möchtet. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch ein Like. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Tschüss.